In dieser Woche wird es nochmal grundlegend. Wir kümmern uns um das Thema Datenmodelle, also eigentlich um die Daten, die wir speichern wollen in unserer Software. In betrieblichen Informationssystemen ist es naheliegend oder in Websystemen, da haben Sie also Kunden, Konten und Verträge. Aber auch in technischen Systemen müssen Sie Daten verwalten, mit Daten arbeiten. Und wir wollen uns da darum kümmern, wie. Was ist wichtig? Wie finde ich ein Datenmodell? Welche Qualitätskriterien gelten? Welche Theorien gibt es dazu und so weiter? Das werden wir uns alles in den nächsten paar Videos anschauen. Wenn Sie kommunizieren mit Ihrem Kunden, dem Auftraggeber, mit Benutzern, ist das zentrale Element die Sprache, die Sie verwenden, und da kommen Begriffe vor. Das hat erstmal mit Daten noch gar nichts zu tun. Und wenn Sie wischiwaschi Begriffe haben, die so unklar definiert sind, unter denen jeder was anderes versteht, können Sie nicht gescheit kommunizieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als ITler eine IT-Begriffe im Kopf haben und Ihr Betriebswirt oder der Maschinenbauer oder die Grundschullehrerin auf der anderen Seite werden wahrscheinlich unter denselben Alltagsbegriffen andere Dinge verstehen und andere Assoziationen werden laut im Gehirn. Das Gehirn ist ja ein assoziativer Speicher, da sind Informationen sozusagen inhaltlich miteinander verknüpft. Und da haben wir eine Verständnisbarriere, weil wir verschiedene Begriffe verwenden. Und deswegen ist es ein ganz zentrales Element von IT-Projekten, auch die Sprache glatt zu ziehen, die sie verwenden. Also Begriffe klar zu definieren, denn nur wenn sie klare Begriffe haben, können sie klar sprechen. Und darum soll es jetzt in diesem ersten Video gehen. Die nächsten paar Videos haben dann das Thema Domain-Driven Design. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Eric Evans und sozusagen eine handhabbare Variante von Vaughan Vernon. Und das werden wir uns anschauen. Und im letzten Video geht es dann nochmal um die Datenschutzgrundverordnung, weil auch die bei dem Thema Daten natürlich eine gewaltige Rolle spielt. Viel Spaß! Vielleicht haben Sie das Gleichnis von den eigentlich fünf Blinde oder manchmal werden auch sechs genannt und dem Elefanten mal gehört. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Varianten der Story. Am Ende des Tages sind Befühlen vier bis sechs weise Männer, die von Geburt an blind sind, einen Elefanten und haben den Auftrag von dem König herauszufinden, was denn so ein Elefant so wäre. Und die betasten den Elefant. Und jeder dieser Weisen betastet eine andere Ecke. Sehen Sie ja hier, der eine guckt sich die Stoßzähne an, eigentlich fehlt hier einer, der sich die Ohren anschaut, einer guckt sich die Beine an, der nächste betrachtet den Schwanz und noch einer guckt sich den Bauch von dem Elefanten an. Befragt danach, was denn der Elefant so wäre, sagt der an den Beinen, naja, das Elefant ist sowas ähnliches wie ein Baum, also hat so dicke Stampfer und steht da ganz stabil, also müsste es sowas ähnliches wie ein Baum sein. Der nächste, der den Bauch befühlt, sagt, naja, das ist ganz schön borstig, aber ist eigentlich so wie eine Wand. Also wie eine borstige Wand, ein Elefant ist eine borstige Wand, weil der sozusagen nur den Ausschnitt sieht. Der dritte hält den Elefanten für, naja, das ist irgendwie so ein Dekostück, naja, das ist irgendwie so eine lange Strippe mit so ein paar Puschel dran, also ist wahrscheinlich irgendwo zur Dekoration aufgehängt. Und der Mensch vorne sagt, Mensch, naja, vielleicht so eine Art Stange, an der ich Wäsche aufhängen könnte. Und der hier oben noch fehlt, sagt, naja, eigentlich hat das was von einem Ventilator. Das heißt, was man damit sehr deutlich machen kann, ist, jeder Mensch, ob er jetzt blind ist oder nicht, hat immer nur einen bestimmten Ausschnitt von der Welt und interpretiert dann das, was er sieht. Und das konstruiert dann dessen Realität. Deswegen haben die vier Herren hier auf der Abbildung eine andere Realität, weil sie eine andere Vorstellung von Elefanten haben. Und das können sie auf sich übertragen, das kommt jetzt. Warum gilt das jetzt für Sie? Sie sind ja nicht mehr im alten Indien und müssen Elefanten anfühlen. Naja, wenn Sie sich mal anschauen, Ihr Kurzzeitgedächtnis, also wenn Sie das mal anstellen, je nachdem, wen man liest, hat Ihr Kurzzeitgedächtnis zwischen 7 plus minus 2, das ist so eine ganz alte Erkenntnis von einem Herrn Milner, beziehungsweise 4, das sind so neuere Studien, 4 Speicherplätze. 4. 4. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Mikrocontroller mit nur 4 Byte. Das geht nicht, ne? Also 4 Speicherplätze. Das heißt, das ist jetzt nicht eben komplex, was Sie da verarbeiten können damit. Und dass Sie überhaupt irgendwie damit nachdenken können, trotz der 4 Speicherplätze, liegt daran, dass Ihr Kurzzeitgedächtnis, also Ihr Arbeitsspeicher, verkabelt ist mit dem Langzeitgedächtnis. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Kurzzeitgedächtnis so Elemente haben wie ARD, ZDF, C&A, BRD und so weiter, lalala, dann haben Sie da sozusagen Elemente, die mit Elementen aus dem Hintergrundgedächtnis verknüpft sind. Also zum Beispiel
Bei ARD denken Sie ja nicht an die drei Buchstaben A, R und D, sondern Sie haben wahrscheinlich die Assoziation, dass das irgendwas mit dem ersten deutschen Fernsehen zu tun hat. Oder ZDF, aus dem Kontext schließt sich, dass es wahrscheinlich das zweite deutsche Fernsehen ist. Und wenn Sie so einen Begriff hören wie ARD, wird eine Erinnerungskette bei Ihnen ausgelöst. Sie denken an ARD, vielleicht denken Sie an die Tagesschau und so weiter und assoziieren dann immer weiter. Und in Ihrem Kopf entsteht dann so ein Bild von dem Konzept ARD. Oder wenn Sie ZDF hören, vielleicht denken Sie an die Heute-Show. Oder bei C&A daran. Also ich denke bei C&A immer das abgerissene Kaufhaus in meiner Heimatstadt. Also das, was Sie im Kurzzeitgedächtnis haben, das, was Sie hören, wird assoziiert mit Ihren persönlichen Erinnerungen. Jetzt ist aber wichtig zu wissen, das sind ja genau Ihre Erinnerungen und nicht die von Ihren Gesprächspartnern. Das heißt, was in Ihrem Kopf sich unter dem Text ARD, ZDF, C&A und so weiter abspielt, ist was völlig anderes, als was bei Ihrem Kollegen im Kopf los ist, weil der Fantastischer Vier-Fan ist und schon gleich mitwuppt und den Text weiter summt, nicht? Also derselbe Text löst unterschiedliche Assoziationen aus. Jeder Mensch lebt in einer anderen Realität. Und wo kommt die Realität her? Naja, das sind alles Erfahrungen, die Sie im Laufe Ihres Lebens gemacht haben. Also Ihre Eltern sind dran schuld, Ihre Professoren sind dran schuld, das, was Sie so im Fernsehen gesehen haben, ist dran schuld, das, was Sie persönlich erlebt haben, ist dran schuld. All das ist in Ihrem Hintergrundgedächtnis und alles, was Sie in Ihrem Kurzzeitgedächtnis verarbeiten, ist assoziiert damit. Das heißt, ist es davon auszugehen, dass derselbe Text in verschiedenen Köpfen zu völlig unterschiedlichen Reaktionsketten führt? Ne? Genau wie bei meinen Blinden und dem Elefanten. So, das heißt also, was ich da deutlich machen wollte, ist, wenn Sie jetzt so drei Leute mal fragen, was denn so ein Kreis wäre, haben die wahrscheinlich drei verschiedene Konzepte im Kopf. Und was wir jetzt leisten müssen, ist, dass die dasselbe im Kopf haben. Warum? Wenn Sie eine Software mit Kreisen machen, können Sie ja nicht jeder Sachen gleichzeitig bauen, sondern Sie können nur eine Repräsentation von Kreis machen. Deswegen müssen Sie jetzt per Gespräch, per Definition, mit Techniken, die wir noch kennenlernen werden, jetzt zu einer gemeinsamen Vorstellung kommen. Man muss eine gemeinsame Sprache sprechen, denn der da ist vielleicht Maschinenbauer, der ist vielleicht Betriebswirt, das ist vielleicht ein Sozialpädagoge und hier fehlt vielleicht noch ein ITler. Und dass die dieselbe Vorstellung von allen Begriffen haben, also wenn Sie jemals einen Sozialpädagogen kennengelernt haben, haben Sie ein Grundverständnis davon, dass Sie die Welt wirklich substanziell anders sehen. Also weder besser noch schlechter, eben anders. Jetzt kommen wir dann zu meiner Fachabteilung. Das heißt, unsere Fachabteilung, mein Fachexperte ist hier so ein bisschen dargestellt, the Domain Expert. Der hat eine Vorstellung in seinem Problemraum. Das heißt, der denkt über Versicherungspolicen nach oder über Getriebevarianten oder über Elektromobilität oder über Gesetzesvorgaben, also je nachdem, in welcher Problemdomäne der so rumspuckt. Sie als Entwickler, Entwicklerin oder IT-Projektleiterin, Projektleiter spuken in der Begriffswelt von Komponenten, PWAs, Natural User Interfaces, VR und so weiter. Das heißt also hier, Sie haben so ein technisches Bild und Sie müssen ja das, was der sich hier vorstellt, irgendwie übersetzen. Und jetzt müssen wir sozusagen miteinander reden. Und jetzt haben wir aber verschiedene Bilder im Kopf. Das heißt, der Fachexperte erzählt was in seiner Fachsprache. Das heißt, vielleicht der Versicherungsmensch wird was von Policen erzählen, von Schadensfällen, von Partnern und so weiter. Also in seiner Begriffswelt sprechen. Sie übersetzen das dann, das, was Sie verstanden haben, in GUI und Code. Das heißt, Sie coden quasi Ihr Verständnis rein oder Ihre willkürlichen Ideen, was Sie glauben, was der andere gemeint haben könnte, wenn Sie nicht genug reden. Und dann wandert sozusagen irgendeine Software zurück an den Kunden, die mit IT-Sprech versehen ist, also Eingabefelder und so weiter in IT-Sprech. Und es finden sich Ihre Ideen wieder und Ihr Verständnis von dem, was Sie eigentlich erfahren haben. Und das Problem ist jetzt, der Fachexperte hat jetzt ja ein mentales Modell im Kopf, also eine Vermutung, wie Ihre Software so sein könnte. Die Vermutung kommt aus seinen eigenen Erfahrungen, aus den Applikationen, die er sonst so nutzt und natürlich aus seinem eigenen Fachverständnis. Wenn Sie jetzt das, was der da treibt, nicht richtig verstanden haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass das reale Verhalten Ihrer Software und das mentale Modell von dem Fachexperten irgendwie Reibungspunkte haben. Also möglicherweise versteht der gar nicht, was Sie von dem wollen. Und was wir deswegen brauchen, ist eine gemeinsame Sprache. Und wie gesagt, das ist nicht ganz einfach, weil natürlich die beteiligten Personen alle verschiedene Langzeitgedächtnisse haben und alle aus verschiedenen Bereichen kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich mal 2 Minuten zusammensetzen, Glossar herstellen und dann war es das. Das ist schon noch eine komplizierte Angelegenheit.
So, die Frage ist jetzt, wenn wir, wie erzeugen wir das? Also wie schreiben wir das hin oder reden wir nur miteinander? Und dazu muss man sich vielleicht mal Folgendes klar machen. Also vielleicht braucht man eine Art Dokumentation. Dazu vielleicht ganz kurz, welche Sorten von Dokumentation gibt es? Ich würde das jetzt mal, ich habe das aus irgendeinem Webcast, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, kann man Input- und Output-Dokumente unterscheiden. Also das wäre ein Input-Dokument, das brauchen Sie zum Entwickeln. Da sind Ihre User-Stories drin, vielleicht haben Sie ein Angebot geschrieben, Ihre Risikoliste, also all das, was wir jetzt eigentlich gerade produzieren, ist Input-Dokumentation. Das Gute oder Schlechte an Input-Dokumentation ist, die kann ich im Grunde wegwerfen, wenn das System mal steht, weil die Wahrheit steht ja im Code. Das ist nicht ganz so, wenn Sie sich überlegen, naja, vielleicht brauche ich ja bei den User Stories, haben Sie jetzt umfangreiche Diskussionen dran, ob es jetzt wirklich eine gute Idee ist, die zu löschen, sobald Sie das erste Mal deployed haben, sei mal dahingestellt. Also je umfangreicher Ihre Tickets beschriftet sind, desto eher sind die langfristig geeignet. Aber nach Herrn Beck könnte man das Zeug jetzt zerreißen. Dann gibt es Output-Dokumente, das sind die Sachen, die langfristig sich sichtbar und nützlich sind für das Projekt. Also sowas wie eine Reparaturanleitung für Ihre Software. Wie mache ich ein Backup damit? Was mache ich, um ein neues Datenfeld zu ergänzen? Das ist eigentlich so eine Art Wartungshandbuch. Fehlt meistens, aber das wäre hilfreich zum Ändern der Software. Vielleicht brauchen Sie eine Art Benutzerhandbuch oder ein paar Videos. Oder ein Betriebshandbuch für den Cloud-Provider. Also das sind Output-Dokumente, weil die Sachen verwenden Sie über die Lebensdauer des Projektes. Und normalerweise ist hier die Entwicklungszeit viel, viel kürzer von der Gesamtlaufzeit her wie die Nutzungszeit der Software. Sondern was wir jetzt brauchen, ist eigentlich sowas dazwischen. Also ich habe hier mal ein Fragezeichen dran gemacht, weil ich selber nicht genau sicher bin. Wir brauchen eigentlich sowas wie, also häufig wird das als Pflichtenheft bezeichnet, also die Requirements aus Sicht des Auftragnehmers, sind ja wir. Oder ein Glossar oder ein Domänenmodell, also so ein paar Diagramme. Und da ist eben schon die Frage, wie schreiben wir das, bis wann brauchen wir das? Ich würde davon ausgehen, da Ihr Projekt ja lebt und ständig neue Mitarbeiter reinkommen, wenn Sie einen guten Job gemacht haben, dann läuft das ja über 10, 20 Jahre. Das ist so das Brot-und-Butter-Geschäft von IT-Consultern. Haben wir hier etwas, was doch länger lebt? Und zwar aus dem Grund, dass Sie neue Leute einarbeiten können. Stellen Sie sich vor, Sie werden eingearbeitet, da sagt jemand: Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Projekt. Hier haben Sie 200.000 Zeilen Code, lesen Sie sich mal ein. Also, dass dieses, was immer erzählt wird, diese Doku sei der Code, ist Bullshit. Können Sie sich vorstellen. Also, versuchen Sie sich mal in ein neues Projekt einzuarbeiten und ich gebe Ihnen 1 Million Zeilen C-Code. Viel Spaß. Also, das geht nicht. Sie brauchen Dokumente. Alles andere ist einfach blanker Unsinn. Und ich frage es nur, welche Dokumente Sie brauchen. Und die Frage müssen wir uns auch stellen. Also, irgendwo muss dieses Domänenmodell hin. Also welche Daten Sie haben, welche Begriffe Sie verwenden, vielleicht zum Pflichtenheft. Oder in eine Systemarchitektur. Auch da könnte man überlegen, naja, schmeißen wir das weg am Projektende oder behalten wir das weiter. So ein DIN-300-Seiter schmeißen Sie sicher weg, das liest ja kein Schwein mehr. Ein 10-Seiter mit zu den Grobkonzepten ist zumindest für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter immer hilfreich. Und das Landkarte vielleicht für die Administration. Also wenn Sie sowas machen, leichtgewichtig immer gut. 300-Seiter liest keiner schlecht. Ja, glaube ich, kann man sich selber überlegen, ist glaube ich klar. So, was ist denn jetzt diese Spezifikation oder dieses Pflichtenheft? Da möchte ich mal ganz kurz sozusagen mal auf den Gründer meines ersten Arbeitgebers verweisen. Das ist der Ernst Dehnert. Also mein erster Arbeitgeber war sehr stark sozusagen engagiert im Bereich Spezifikation. Also die haben sehr gerne solche Dokumente geschrieben. Und Herr Dehnert sagt, die Systemspezifikation eines Informationssystems definiert die Schnittstelle zu dessen Umwelt. Da kommen die Begriffe, das ganze Begriffsfeld kommt natürlich drin vor. Es ist nicht nur die GUI, die Sie oder die Use Cases, die Sie da reinschreiben. Und das wichtigste Projektdokument, denn es legt fest, was der Anwender bekommt und was der Entwickler machen muss. Also, wie gesagt, früher waren das tatsächlich 200, 300 Seiter. Derzeit behelfen wir uns, sagen wir mal, leichtgewichtig mit User Stories. Das, was ich Ihnen hier eigentlich erklären möchte, ist, User Stories als solche reichen nicht aus. Zumindest nicht für komplexe oder für große oder für langlebige Projekte. Brauchen wir ein bisschen mehr. So ein 300-Seiter brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Das war sicher auch übertrieben und nicht immer zielführend. Was muss da rein? Das ist vielleicht nochmal wichtig. Also, wenn wir was schreiben, egal was, muss das für alle Beteiligten verständlich sein. Also, jetzt irgendwelche 1000 UML-Diagramme versteht der Betriebswirt vielleicht nicht unbedingt. Also ist das sicher verkehrt. 30 Seiten Geschwafel ohne Struktur versteht auch keiner, ne? Also, das heißt,
Da müssen wir irgendwie eine gute Form finden. Und deswegen, das ist jetzt wichtig, selbst wenn Sie eine Bachelorarbeit oder andere Texte schreiben, arbeiten Sie immer top-down. Geben Sie erstmal eine Landkarte, sagen Sie, das ist die Struktur, und dann können Sie immer noch Details bringen, die man sich nur noch dann durchliest, wenn es einen interessiert. Also top-down, immer Übersicht, dann die Details. Und so ist eigentlich fast jedes gute Dokument strukturiert. Und Sie verwenden natürlich auch eine Fachsprache, die die Stakeholder verstehen. Also eben kein IT-Sprech, sondern das, also versuchen Sie in der Sprache der BMWler, der Münchner Rückmitarbeiter, der VW-Mitarbeiter, der TUI-Mitarbeiter, also in einer Sprache zu sprechen und die Begriffe zu verwenden, die Ihr Kunde verwendet. Also reden Sie nicht mit Strings oder Integern oder Varchars, sondern eben mit Zeichen, also mit einer Sprache, die Ihr Kunde versteht. Und falls Sie das Gefühl haben, einer kann es nicht verstehen, dann definieren Sie einen Begriff, für sowas nimmt man ein Glossar her. Und was Sie arbeiten am besten, eigentlich egal wie Sie arbeiten, immer mit Beispielen. Bringen Sie immer ein Beispiel, diese abstrakten Termini, da haben alle Schwierigkeiten, also ob nun Professor oder Grundschüler. Wenn Sie Beispiele bringen, können die Leute das besser nachvollziehen. Also für jeden fachlichen Zusammenhang, Beispieldatensätze, schadet nicht, das macht alles konkret, was Sie machen. Und wenn Sie es schaffen, verschiedene aussagekräftige Beispiele zu finden, kann man sich auch nicht mehr damit entschuldigen. Ja, das ist ja nur ein Beispiel, das Abstrakte wäre besser. Beispiele sind immer gut. Und häufig schreibt, also früher hat man immer ein ziemlich dickes Dokument geschrieben oder so einen dicken Ordner gehabt mit Zilliarden Use Cases drin, was keine Lösung war. Da hat sich auch keiner mehr drin zurechtgefunden. Ich glaube, heutzutage schreiben Sie eher was Kurzes, was Kleines, vielleicht ein Zehnseiter, wo Sie Gruppe schreiben, worum es geht. Und das machen Sie tatsächlich immer, trotz aller Agilität und trotz aller User-Stories und allem Weglassen von Dokumenten. Diese 10 Seiten, diese 15 Seiten fachliche Überblick, in das Sie auch das Domänenmodell reinkleben, was wir noch besprechen. Sowas sollten Sie auf jeden Fall machen, zumindest für fachlich komplexe Sachen und für Sachen, die langlebig sind. So, also nochmal, was ist wichtig, was kommt da rein? Sie brauchen einen Überblick, eine Landkarte sozusagen, also immer vom Groben ins Feine, top-down. Also falls Sie Anwendungsfälle haben oder mit Use Cases arbeiten, schadet nicht, so eine Übersicht zu haben, welche Anwendungsfälle gibt es. So ein Diagramm gibt es für User Stories nicht, weil die sozusagen so ein bisschen anders gelebt werden. Dialoglandkarte, das haben wir schon gemacht. Also wie ist der Screenflow? Auch das brauchen Sie, um sich in der grafischen Oberfläche zurechtzufinden, wenn es denn eine gibt. Logisches Startmodell, das besprechen wir jetzt. Also Sie starten mit dem Klassendiagramm oder, wenn Sie wollen, mit dem ER-Diagramm. Das ist gehufft wie gesprungen. Und Sie starten mit dem Glossar, also wo Sie sozusagen zu den Entitäten ein bisschen schreiben, was damit gemeint ist. Oder Sie machen Umgebungsdiagramm. Damit sind wir ja schon vor einigen Wochen eingestiegen. Und dann kommen die Details, gehe ich jetzt gar nicht mehr näher darauf ein, wenn das noch sinnvoll ist. Wenn Sie den Eindruck haben, das ist jetzt Input-Dokumentation, die zerreißen wir sowieso, dann schreiben Sie es erst gar nicht, weil das liest nachher eh keiner mehr. Wenn Sie meinen, da stehen jetzt Details drin, die die Nachwelt wissen müsste, vielleicht Rechenvorschriften für Versicherungstarife beispielsweise oder Regeln für eine Gesundheitsprüfung, wenn Sie es in der Versicherung machen, dann müssen Sie es in ein Dokument reinschreiben. Also Kriterium heißt immer, ist das noch für die Nachwelt relevant oder nicht? Wenn es relevant ist, muss es drinstehen, wenn nicht, dann nicht. Aber im Zweifelsfall eher weglassen, umfangreiche Dokumente liest kein Mensch. Gut, und logisches Datenmodell, also das ist das, worum es jetzt geht. Was nehmen wir da? Das ist jetzt schon ein Modell, das ist im Lösungsraum drin. Also es geht schon nicht mehr um Konzepte, um die Sprache von unseren Fachabteilern, sondern tatsächlich um Daten, mit denen wir umgehen wollen. Das ist ein logisches Datenmodell und da bringe ich jetzt ein paar Beispiele, wie man das machen kann. Was kommt da drin vor? Je nach Vorlesungskontext haben Sie es vielleicht schon besprochen in vielleicht Programmieren 3, vielleicht ein bisschen in Datenbanken. Der Kern von so einem logischen Datenmodell sind sogenannte Entitätstypen oder vielleicht vereinfacht Entitäten, also Kunde, Konto, Vertrag, Versicherungstarif und solche Dinge. Also all das, was relevant ist. Diese Dinger dürfen Sie nicht weglassen. Also das heißt, wenn Sie einen Entitätstyp weglassen, zum Beispiel in der Versicherungssoftware den Versicherungsvertrag oder sowas, dann bricht Ihnen die Applikation zusammen. Also es sind wichtige Daten, mit denen Sie umgehen. Die modellieren wir häufig genug als Klassen, wenn wir mit einer objektorientierten Sprache arbeiten.
Was wir dann brauchen, sind die Beziehungen zwischen Entitäten, so 1 zu n, m zu n und so weiter. Das haben Sie in ER-Modellen oder in Klassendiagrammen bereits modelliert. Was Sie vielleicht nicht so kennen, ist das Thema Datentypverzeichnis. Häufig erfinden Sie noch eigene fachliche Datentypen. Das kommt so in den Vorlesungen vor, ist jetzt zwar so ein bisschen zu kurz, finde ich. Es geht dann darum, dass Sie zum Beispiel einen Datentyp machen für eine IBAN-Nummer. IBAN kennen Sie ja, das ist ja diese lästige, lange Ziffernreihe, die Sie bei Überweisungen eingeben müssen. Andererseits hat die aber eine Prüfziffer drin. Und jetzt können Sie in den fachlichen Datentyp die Prüfziffer rein implementieren und haben erstens fachliche Plausis drin an der richtigen Stelle und zweitens haben Sie ein sprechenderes Datenmodell, weil der nicht mehr den Datentyp String hat, sondern eben den Datentyp IBAN-Nummer. Und diese ganzen Datentypen, die sich ausgedacht haben, die waren dann als Datentypverzeichnis. Ist ungewöhnlich, halte ich aber für sehr sinnvoll. Und das sind die Elemente eines logischen Datenmodells. Das Ding hat nichts, aber auch gar nichts mit Ihrer Technik zu tun. Ich habe Ihnen in die Shownotes einen Talk von Martin Fowler getan zum Thema NoSQL-Datenbanken. Der diskutiert noch ein anderes Thema, was mir wichtig ist. Deswegen hängt es da drin, jetzt nicht wegen der NoSQL-Datenbanken. Man kann aber erstmal festhalten, in dieser Phase, vielleicht wissen wir noch gar nicht, welche Persistenztechnik wir verwenden oder ob die wir verwenden, richtig ist. Viele, gerade so bei Amazon-Cloud-Sachen, steigen plötzlich so mit Key-Value-Stores ein und stellen plötzlich fest, blöd, ich brauche da Reports und plötzlich muss ich die Daten kreuz und quer miteinander verjoinen und stellen fest, dieser Key-Value-Store geht ja gar nicht für sowas. Doof. Und müssen dann doch auf eine relationale Datenbank. Oder andersrum, sie starten mit einer relationalen Datenbank, stellen fest, ja, ich habe ja sehr viele Aggregate, so baumartig vernetzte Strukturen, das mag die relationale Datenbank jetzt nicht unbedingt gerne, ist ja vielleicht ein Key-Value-Store besser. Also, und deswegen, da Fluss drin ist, macht es jetzt keinen Sinn, dass Sie da jetzt künstliche Objekt-IDs, die Sie für relationale Datenbanken vielleicht brauchen, in das Datenmodell integrieren. Und auch das Thema Primärschlüssel ist Ihnen an der Stelle wurscht. Was Sie reinschreiben, ist vielleicht, was ist fachlich kennzeichnend für die Entitätstypen, aber auf keinen Fall ein Primärschlüssel. Weil das ist ein Konzept einer relationalen Datenbank. Also ein Primärschlüssel ist Ihrem Key-Value-Store schlicht wurscht. Oder Ihrer Graph-Datenbank. Und auch sowas wie Datentypen, die Sie in relationalen Datenbanken kennen, wie Varchar oder Character 20 oder Numeric oder sowas, das ist Ihnen in diesem Modell wurscht. Aber wie gesagt, ich wollte hier explizit darauf hinweisen, was wir jetzt hier machen, hat erstmal überhaupt nichts mit Datenbanken zu tun, weil Sie vielleicht die Persistenztechnik noch gar nicht entschieden haben. So. Und was Sie auch nicht reinschreiben, ist Datenmodell, sind sowas wie Methoden oder irgendwelche Programmiersprachendetails und so weiter. Hier geht es wirklich um Konzepte und wie die miteinander verkabelt sind. So, und was jetzt wichtig ist, warum ist das so wichtig, was wir hier machen? Das Problem ist, dieses logische Datenmodell, was wir uns ausdenken, also Kunde, Konto, Vertrag, Versicherungstarif und solche Dinge, also so diese Daten, die Ihre Anwendung im Kern zusammenhalten, die strahlen ja aus in den Rest der Applikation. Das heißt, Sie finden die Daten so in den Dialogen wieder. Das heißt, die Namen der Datentypen finden sich so wieder. Sie machen vielleicht pro Entitätstyp oder pro Datentyp, pro Entität, die Sie finden, vielleicht so ein Areal in der GUI auf, also weil Sie die GUI ja strukturieren müssen. Vielleicht gibt es einzelne Dialoge für einzelne Datentypen. Die Dialoge geben Ihnen Zugriffsmuster auf die Daten. Also vielleicht kriegen Sie aus der Art und Weise, wie die Daten in den Dialogen dargestellt sind, in Ihrer GUI, kriegen Sie vielleicht raus, wie Sie die Entitätstypen gescheit schneiden. Auch das bringe ich noch in einem eigenen Video. In den Druckausgaben genau das Gleiche. Verhält sich ähnlich wie die Dialoge, nur dass Sie halt in der Druckausgabe nicht rumtippen können. Aber die Daten müssen Sie auch da strukturiert darstellen. Nachbarsystemschnittstellen brauchen Sie vielleicht irgendwie Dingsbums für das Nachbarsystem. Auch da kommen Ihre Daten als DTOs oder Transferstrukturen, JSON-String oder was auch immer vor. Auch das strahlt aus in den Anwendungsfällen oder User-Stories, werden die immer wieder erwähnt. Also weil das sind ja die Sachen, mit denen die User-Story umgeht und das sind ja zum Teil auch Kriterien, um die User-Stories zu slicen. Also Sie schneiden ja vielleicht entlang von Grenzen von Teildatenstrukturen. Also schade ist nicht, wenn Sie das logische Datenmodell haben. Auch für User-Stories. Und natürlich, wenn Anwendungsfälle im logischen Datenmodell sozusagen, wenn das logische Datenmodell in den Anwendungsfällen vorkommt, kommt es natürlich auch in den Geschäftsprozessen vor. Vielleicht noch ein kurzes Wort, wie schreiben Sie das logische Datenmodell jetzt auf? Was sich da anbietet, ist ein UML-Klassendiagramm. Wenn Sie damit anfangen, starten Sie tatsächlich mit ein paar Kollegen, vielleicht wirklich am Whiteboard mit Klebezetteln, dass man für jede Entität so ein Klebezettel macht und sich überlegt, wie hängen die Dinger zusammen. Vielleicht ist es da sogar noch zu früh für irgend so ein UML-Clicky-Bunti-Tool. Also es geht Zettel und Stift oder Klebezettel reichen da. Es gibt so eine schöne Technik mit CRC-Karten beispielsweise.
bringe ich vielleicht noch irgendwo in einem der nächsten Foliensätze. Aber wie gesagt, Sie starten mit zentralen Klassen, mit zentralen Abhängigkeiten zwischen diesen Klassen. Mehr machen Sie nicht. Also quasi ein paar Kästen und ein paar Striche dazwischen. Eric Evans bezeichnet das so als Core Domain. Also was macht unsere Anwendung aus, mit den Dingern starten Sie? Und dann ergänzen Sie vielleicht Attribute mit Datentyp, das geben die Klassendiagramme hier her. Zu beachten ist auch, das machen wir im nächsten Folien, das nochmal genauer. Sie fangen jetzt nicht an, große Vererbungshierarchien zu erfinden oder alles mit allen zu vernetzen. Je weniger Vererbung Sie drin haben, desto besser können Sie es nachher bauen und desto verständlicher ist es. Also übertreiben Sie es nicht mit dem objektorientierten Design. Ist meistens kontraproduktiv, nicht nur mit relationalen Datenbanken. Halten Sie die Zahl der Entitäten klein oder der Kästen auf dem Diagramm. Manchmal können Sie abhängige Entitätstypen auch als einfach als Attribut modellieren, sowas wie Adresse zum Beispiel. Das hat zwar eine Struktur, also Straße und Stadt und sowas, ist aber fachlich eigentlich nur als Anhängsel zu einer anderen Klasse gedacht. Von mir aus Kunde hat eine Adresse, aber die Adresse selber hat kein Existenzrecht, also können Sie das ruhig als Attribut modellieren. Sie können auch ER-Diagramme verwenden, auch das geht. Nachteil von ER-Diagrammen ist, es gibt da keine Norm dafür. Also es gibt mindestens 5 verschiedene Varianten, wie Sie es machen können. Das, was Herr Chen sich in den 1970ern ausgedacht hat, es gibt die Krähenfußnotation, es gibt die Min-Max-Darstellung, während UML einen Standard anbietet. Häufig ist es so, dass Sie ER auch in Datenbankbüchern behandeln. Und da geht es in den Datenbankbüchern, geht es dann im Wesentlichen um relationale Datenbanken. Es ist so, Herr Chen hat sich die ER-Diagramme 1976 ausgedacht. Aus dem Jahr stammt seine Veröffentlichung zu den ER-Diagrammen. Da konnten Sie nicht in den Laden gehen und sich eine relationale Datenbank kaufen. Es gab das Konzept, das ist so aus 1970 oder 71. Gibt es die Veröffentlichungen, wo so gesagt wird, dass da hat sich jetzt jemand dass die Relation Algebra ausgedacht, aber 76 konnten sie im Laden kein relationales Datenbanksystem kaufen. Da haben sie mit hierarchischen oder Netzwerkdatenbanken gearbeitet. So IMSDB gab es damals auf dem IBM-Host. Also können ER-Diagramme nicht speziell für relationale Datenbanken gemacht sein. Geht nicht. Ist unlogisch. Und Herr Chen hat sich das damals auch so überlegt, der wollte eigentlich irgendein Ding haben, wo man modellieren kann und dann unabhängig von der Technologie ist und sagen kann, das kann eine Netzwerkdatenbank sein oder vielleicht dieses relationale Konzept vom COD oder vielleicht doch eine hierarchische Datenbank. Also, und da wollte er ein Modell haben und deswegen hat der Chen sich das ausgedacht. Also das ist nochmal wichtig zu wissen. Also können Sie eher verwenden. Okay, so. Das war's soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt geht's dann mit dem wichtigen Thema Domain-Driven Design weiter. Hören Sie sich das bitte an. Brauchen Sie. Ist wichtig.